Boah, habt ihr bei euch auch so extrem viel Schnee? Yes. Jo. Ja. In meiner Nase besonders viel. Nee, das ist nur Mehl, Junge. Hör auf damit. Du meinst Schmehl. Eine Mehl. Mischung Schmehl. aus Schnee und Mehl. Ja, genau. Das ist kalt, aber zwiebelt auch noch richtig, weißt Erzähl die Geschichte bitte noch einmal. Ist er jetzt wieder am Stream gucken? Nee, aber. Oh doch, jetzt ist er da! Moin Moin! Ritter, kannst du dich erinnern? Damals Deadwater Dogs, du wolltest einmal kurz reingucken. Oh, ich habe das eigentlich hauptsächlich gerade gesagt, weil ich die Aufnahme gestartet habe. Das ist ein schöner Anfang für eine Folge einfach. Du bist du schon in Kann ja Godland? jedem passieren. Ich bin Hä, seit Highland. wann bist du so diplomatisch geworden? Du bist diplomatisch geworden. Deine Mom ist diplomatisch geworden. Ach nee, Nein, warte. ist sie nicht. Sie denkt, sie wäre clever mit dem, was sie guckt und sagt, aber ist sie nicht. Patch da sie. Ah, die Patch-Stasi, oh nein. Hä, wo sind die denn? Die sind gekommen und haben ein Pet Ah! mitgenommen. Dein Peter. Apropos Pet, Simsalo ist einfach seit der Nacht, wo es so angefangen hat zu schneien, nicht mehr da. Ist die ganze Zeit draußen. Das ist irgendwie uncool. Also, Katzen suchen sich halt einen ruhigen Ort dann, ne? Aber der soll einfach wieder reinkommen. Was kann bei dem Wetter besser sein, als wieder reinkommen? Ich habe die, glaube ich, noch kein einziges Mal gehittet. Ich schon, aber halt echt nicht Die viel. sind immer irgendwo hingeflogen, wo ich nicht war. Und zwar hier. Ah, Armor Broken, uff. Und Confused. Ja, der hat mir was gedroppt, ich habe die doch nie gehittet. Er hat mir nichts gedroppt und ich habe sie auf jeden Fall gehittet. Vor allem den Dex, Alter. Ich brauche keinen Dex. Langsam lohnt es sich gar nicht mehr, diese ganzen Sachen hier zu machen. Aber meine Nase juckt. Meine Nase. Der Ritter schreibt: Hitte den Dancefloor, ich nehme den gerne. Ja, dann join, Alter, dann kriegst du den Dex. Der hat mir schon wieder was gedroppt. Ein Oh. Speed, wow. Oh, der hat mir was Ey, er gedroppt. kommt Wo jetzt bist wirklich du? online. Wow. Da ist einer Oha! gelebt! Ja, aber Level 1er. Also. Jo, Ritter, ist der Stream eigentlich flüssig und so? Flüssig, so Aber wie wenn er deine nichts. Ausscheidungen. Manchmal ja. Aber wenn er nichts geschrieben hat, dann wahrscheinlich schon. Ich habe richtig Angst vor dem letzten, vor der Ey, letzten der hat mir Phase schon von. wieder was ge. Noch ein Dex! Also, der Ritter kann sich gleich viel abholen. Alter, ein Er Vitality schreibt und ein Dex. flüssig wie Oles Durchfall. Oh, ich habe Vitality am Max. Du hast Vitality Max? Gib mir, ich brauche noch Vitality. Ich geb's dem Ritter. Hä? Ich Willst du mich verarschen? Mein Mann, ich weine. Also ich muss dir kurz irgendwas dafür geben, dann. Ja, Digga, willst du mich komplett flicken oder was? Ich habe keinen Platz im kannst mir Inventar. die Decks geben. Ich dachte, der Ritter wollte die. Oh. Ja, jetzt ist es zu spät, jetzt habe ich schon auf Accept Kannst gedrückt. dafür einen Speed und einen von Tim haben und einen Wisdom von mir noch. Ja, jetzt nimm die Sorry. scheiß Decks, Mann. Mir fehlen halt nur noch zwei. Ja, mir fehlen noch 7 Vitality und 16 Attack. Also mir fehlen jetzt keine Decks mehr. Ich habe jetzt einen 5-8er. Er schreibt, ich nehme den Speed. Du hast schon 5 Achter? Ich habe 4 Achter. Hey Junge, du bist halt krank. Und das meine ich Fehlen nicht im auch guten Sinne. nur noch 16 Attack. Ja, same. Warte, Junge, beim ich letzten Mal haben weiß. dir noch irgendwie 4 mehr gefehlt und dann hast du irgendwie so 4 auf einmal gefunden und ich bin voll am Ausrasten gewesen. Ja, lass mal Cave of Thousand Treasures gehen. Nö. Wo findet Oh man den Gott. überhaupt? Lucky Gin. Lucky Gin Tonic.
Du machst diesen Spruch definitiv zu oft. Ja, ist mir egal. Ich meine, ich habe ja auch noch nicht erwähnt, dass das Silvester war. Doch. Nein. Ein paar Mal. Nein. Ich brauche Heißen. Nein. Oh, ich habe einfach nur mein Wisdom gedroppt. Du hast die Kiste halt geklaut. Ja, weil da nichts mehr drin ist. Wieso dachte ich gerade, dieser Kleine mit diesem großen Pfeil kann mir so viel Schaden machen? Stimmt halt gar nicht. Ich will nicht, dass es lädt. Wo seid ihr drin? Im Skeletor. Nee, in deiner Skeletor. Mama. Wir sind in Skeleton. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Codestock 123 folgt mir jetzt. Ehrenmann. Das müsste doch locker hier Dings sein. Jackie Cola, oder? JC, Digga, bist du's? Schreib's in den Chat. Wenn du's bist, dann fröhlich. Oh, er ist es, Alter. Fröhlichen Schiss, Alter. Fröhlichen Schiss. Und Happy Kotennachten und Chanukka und so. Und Chanukka? Ja, Chanuta. Er schreibt, er ist gerade am Stuhlen. Also, ich hab's einfach gewusst. Ja, kein Wunder. Bei was anderem kann man deine Videos und Streams auch nicht gucken. Ey! Little Baby Bunny ja folgt mir, aus. Lulz. Hä, ist das ein Mensch, den du kennst? Was? Little Baby Bunny. Klingt nach irgendwie Luca. Ja, dachte ich auch halt. Oh, woher weißt du, dass ich auf dem Pott sitze, lol? Ja, Digga, du bist Jackie Cola. Habe ich dich schon mal irgendwie anders gesehen als beim Abstuhlen? Also ich sag mal, ich habe dich gesehen, als du beim Park ein Loch in der Hose hattest, in der Hosentasche, und du dann deinen Sack da rausgehalten hast, und dann habe ich ein Foto davon gemacht, wie Olaf und Marius daneben knien. LOL! Hier ist ein richtig krasser gestorben einfach. Hier ist voll der krasse Grabstein. Also was wolltest du sagen? Wow. Hier in der Lava, aber hier sind auch noch irgendwie überall Gegner. Oh wow, ist das ein 8-8er, ne? Ist das ein... Das ist glaube ich 8-8er. Alter. Auf jeden Fall 6-8er. Mindestens. Also ja, ich glaube es ist 8-8er tatsächlich. So, was schreiben die Jungs noch in den Chat? PogChamp. Ich kenne das Bild, ach ja, das waren Zeiten, ja, das waren wirklich Zeiten, als man noch feiern gehen durfte. Welchen Server seid ihr gerade, findet euch nicht. Wie bist du auf meinen Server gekommen? Ich habe einfach Best Server gedrückt. Ja, drück mal Best Server. Oder drück mal einen raus, also der andere kennt sich damit ja aus. Der hilft dir dabei. Wollen wir eigentlich auf den Discord-Server gehen, damit wir mit dem Ritter auch noch reden können? Oder hast du gar keinen Bock auf den? Ja, kann ich machen. Achso, ich habe zwei Bildschirme, ich kann selber auf mich aufpassen. Ich nicht. Tschüss. Ah, ich muss ja aus dem Call rausgehen. Red MG. Yes. Du bist auch da? Nö. Ah, okay, tschüss. Ja, wenn der Ritter Bock hat, kommen wir auf den Discord. Wenn Jackie Cola Bock hat, kannst du auch auf den Discord kommen. Link ist unten in meiner Twitch-Bio oder also meiner Twitch-Beschreibung. Da ist auch der Link zu meinem Discord. Aber wenn ihr jetzt beim Kacken auf den Discord kommt. Hey, wäre doch voll geil, Digga. Ich meine, als wir Among Us gespielt haben, war Michi auch am Kacken. Cool, ein Ei. Muss nur den Stream leise stellen. Noch ein Ei. Das ist mal wieder voll die fäkale Folge. Seid ihr sicher, dass ihr ein Skeleton seid? Weil, ich glaube. Ja, wir sind ein Skeleton. Es gab eine Slime und Skeleton, glaube ich. Aber ich glaube, wir sind ein Skeleton. Oder sind wir ein Slime? Eins von beiden. Wir sind ein Skeleton. Du kannst oben rechts auf diesen kleinen Pfeil da klicken. Kleiner Pfeil? Unter deinem Charakter. Unter meinem Charakter. Ich habe keinen Charakter. Wird hier oben links nicht dein Charakter angezeigt? Achso, da meinst du Hotkey? Achso, Skeleton, ja. Ja, stimmt, hast recht, wir sind Skeleton, ja. Hallo? Moin! Ich bin gerade am Kacken. Geil. Haben wir mitbekommen.
Und alles, alles. Oh, warte, ich bin fertig. Ach, schade. Oder warte, nee, warte. Oh, ich glaube, die Laktose kickt gerade richtig, ey. Ich fühle dich, Bruder. Also nicht gerade, aber in manchen Momenten. Boah, habt ihr bei euch auch so extrem viel Schnee? Yes. Yo. Ja. In meiner Nase besonders viel. Nee, das ist nur Mehl, Junge. Hör auf damit. Du meinst Schmehl. Mehl. Schmehl. Aus Schnee und Mehl. Ja, genau. Das ist kalt, aber zwiebelt auch noch richtig, weißt du? Ey, irgendwer ist noch in den Stream gejoint. 4 Zuschauer steht da auf Ehre. Warte. Nice. Ja doch, irgendwer guckte sich das gerade noch an. Tatsache, Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass wir mit einem Gaming-Stream mehr als 2 Zuschauer kriegen. Ja, das liegt daran, weil ich dabei bin. Du das bist ja optimistisch. Ja, Digga, also wenn ich die Musiker frage und so, ob die in den Stream kommen, weil ich auf deren Sachen reacte, ist klar, dass ich ein paar Zuschauer habe. Aber wenn ich einfach nur game und gerade mit Twitch angefangen habe, so... Ist schon Ehre, dass Menschen da sind. Shoutout geht raus. Oder seid ihr in Satyr rein? Nein. Nein, Skeleton, das steht doch da oben. Du musst mal die Server durchprobieren oder sowas. Und irgendwo kann man seinen Freunden auch nachjoinen, aber ich weiß nicht mehr, wo das geht. Ich habe das ja, vorhin auch nicht gefunden. Ja, ich weiß, wo das im Alten ging. Da gab's irgendwo so ein Friends-Anzeige, ne? Aber ich hab die auch nicht. Ja, also, das, Die gibt's nicht mehr, oder was? Also, weil das Spiel davon ausgeht, dass man keine Freunde hat, oder... Also ich habe auch gerade probiert über die Gildenhalle, aber da ist es auch nicht. War das die Spülung? Ja. Schon fertig. Ja, was denn? Hände waschen nicht vergessen, ja? Digga, der... Nee, nee. Ja, ich wollte gerade sagen... Ich esse jetzt erstmal weiter. Ich esse jetzt erstmal mein Essen weiter. Aber mit der Hand, bitte. Ja, klar. Nein, nein, ess einfach nur deine Hand, das Essen ist egal. Ich habe das schon letztens bei Mario im Stream gemacht, als wir gezockt haben. Bin ich einfach aufs Klo gegangen, hab gekackt. Nice. Einfach kurz zur Jade-Statue gegangen und mir was gegönnt. Heavy. Hat er dir was gegönnt? Hier ist ein 8-8er auch wieder gestorben. Oh, sad. Ja, wollen wir... Nee. Mountain Temple? Oh, ich war dabei. Bist du reingegangen? Ja... Mountain Temple, Alter, ist auch, ich habe gerade so das Gefühl gehabt, dass mir dieser Geruch von der Toilette von JC einfach irgendwie durch den PC in meine Nase gekommen ist. Vielleicht ist er das ja auch. Das, vielleicht habe ich auch einfach, vielleicht bin ich auch gerade bei dir auf dem Klo, wer weiß. Ja, möglich, möglich. Achso, wenn ich jetzt weitersuche, ist natürlich blöd, weil jetzt. Stimmt, jetzt sind wir irgendwo am Fighten. Ich bin am Swaggen. Ich bin wie dieser Toilettengeist auf Harry Potter. Bei Harry Potter meine ich. Oh nein. Immer da, wenn man nicht damit rechnet? Mhm. Ich lebe in euren Toiletten. Also ich frage mich gerade, ob du die maulende Myrte bist oder der hässliche Troll. Ich bin der kackende Juckis. Weißt du, immer wenn du kacken gehen willst, ist abgeschlossen, weil er gerade drauf ist. Ich meine, immerhin hat er dann abgeschlossen. Überlegst mal, wenn er so breitbeinig da sitzt mit Zeitung oder so. Und sein Schwein ist komplett eingerieben. Mit Kot. Ja, genau das. So eine Zeitung meinte ich jetzt nicht, aber... Sicher? Mir gefällt, dass euch die Vorstellung gefällt. Mir gefällt das nicht. Ja, das sagst du jetzt noch. Heute Nacht träumst du davon. Das kann sehr gut sein, aber das wird ein Albtraum. Er wacht so schweißgebadet auf. Er so, oh nein, JC beim Scheißen. Dann auf und dann ist JC wirklich bei ihm scheißen. JC. Stell mal vor, ich hab mal vor, du. JC rappt so auf der Toilette. Stell mal vor, du träumst davon, wie du in so einem Ganzkörper-Lederkondom in der Badewanne liegst. Und ich einfach meinen Darm über die entleere. Geil. Ey, weißt du, ich nehme gerade auch noch eine Folge für YouTube auf. Das wird einfach die tollste Folge ever.
Ich bin mir nicht sicher, ob Jay-Z gerade von seinem Berufsleben als Domina erzählt oder nicht. Nee, vermutlich schon. Meine niederen Gelüste. Oder sein letztes Wochenende. Ja, ich rede von meinen letzten Erfahrungen, die von vor 12 Stunden. Ist hier der Boss schon? Ja, ich glaube, hier ist der Boss. Der Fußboden sieht ein bisschen kaputt aus. Ja, das ist richtig. Der ist, Ey, ich habe so Angst vor diesem Boss, ne? Ich auch. Ich mag den überhaupt nicht. Boah, weißt du, wer letztens bei mir war, Tim? Hau raus. Deine Mutter. Olaf. Echt? Olaf ist zu dir gefahren, um dir einen zu... Er ist Nee, nee. Spaß. Das jetzt nicht. Aber, weißt du, ich sitze da hier so zu Hause, hab mir einen Vortrag richtig einen gesoffen, ne, mit einem Kollegen. Mhm. Sitze da voll verkatert auf der Couch. Kam gar nicht auf mein Leben klar. Aber dann schreibt er mir so, ey, kann man dich irgendwie beglücken? Und ich dachte mir so, hä, was will der von mir? Hab ich gefragt, was willst du? Und dann sagt er so, ja, ob man dich besuchen kann. Und dann ist er mit seiner Freundin hier hingekommen. Wusste gar nicht, dass er eine Freundin hat. Ja, das ist irgendwie auch ganz komisch. Also, darauf kommt halt niemand klar. Ich hab's heute erst durch seinen WhatsApp-Status mitbekommen. Ich war so, hä? Freunde? Nein, nein. Ich komm halt drauf klar, ne? Aber er ist nicht so typisch wie jeder andere, der dann, oh, ich hab eine Freundin und ich hab einen Freund und jede einzelne Minute öffentlich teilt, so was weiß ich, ey, dass seine Alte gerade in den Arsch gefickt hat oder was weiß ich was, und das aber auf WhatsApp postet. Boah, ey, richtig geil, Jungs, ich hab gerade richtig meine Alte in den Arsch geknallt. Man, wer kennt's nicht, Alter? Weißt du, ohne Scheiß? Deine Freunde machen das. Er macht da keine große Leier raus. Das finde ich gut an sich. Ja, ist es auch. Es geht mir so auf den Sack, wenn da irgendwie die Weiber oder was weiß ich, wer da in dem Status schreibt, so, ja, hab grad hart dick gesackt oder was weiß ich was, ey. Ja, fühle ich, aber fühle ich. Was kennst du für Leute? Komische. Was kennst du nicht für Leute? Das ist jetzt nur ein übertriebenes Beispiel gewesen, ne? Ich meine, ja. Mimimi, ich lieb dich so sehr und Mimimi und was weiß ich was. Ach so, ja, so ein Scheiß kenne ich auch, aber ich sag mal so, das andere wäre mal eine nette Abwechslung so zum Lesen. Also. Oh, hab grad richtig hart dick gesagt. Oh. lecker. Das Beste ist immer noch, wenn irgendwer reinschreibt, bin gerade richtig hart am Scheißen, hat jemand Lust zum Schreiben. Das hab ich mal gelesen von einem Kumpel. Ich hab früher meinem Kumpel Henning. Ah, Petrify! Ah! Ja. Ich gehe direkt aufs Ganze und schick einfach Selfies mit mir und der Kacke an die Leute. Ja, ich habe noch viele davon auf meiner externen Festplatte. Hast du ne? Und wenn er nachts einsam ist, guckt er sich die an. Was? Mit so einer Dia-Show, ne, auf einem fetten Beamer. Hat er so eine Festplatte extra beschriftet, Jackie Cola und Code. Und dann zückt er langsam die Taschentücher. Entweder ist er dann am Weinen, weil er einfach so traumatisiert und verstört ist. Oder man hört nur dann irgendwann im Hintergrund. Vermutlich beides. Kennt ihr nicht, so, wenn man so traurig... Ah, Patch-Stasi! Ah, 239 Schaden! Das lässt du dich auch einfach treffen. Das ist das erste Mal, dass ich mich von den dicken Dingern hab treffen lassen. Also es klingt ein bisschen falsch, lassen. Aber... die dicken Dinger. Du meinst dieses traurige Wichsen? Ja, genau. Das ist Tims Leben. Ist halt so. Ich kenne nur ein Beispiel so aus meinem Leben. Das ist wie Leute, die einfach mittendrin bei einem Lied einfach das Lied wechseln. So einfach mittendrin. Ich sag dazu immer, das ist wie Wichsen und nicht fertig werden. Ja, das ist richtig. Also, bei mir kommt's halt, ich kann's verstehen mit den Liedern, aber wenn's ein Lied ist, was ich halt echt nicht hören will gerade. Nein, ich glaube, er meint so mitten im Song skippen. Ja, also mitten im Song. Vielleicht hat man ja mitten im Song keinen Bock mehr drauf.
Da bist du gerade voll, du bist so mitten im Song, so 2 Minuten drin, bist voll am Wipen und der eine, dann kommt da irgendein Dude und cockblockt dich direkt und macht irgendein anderes Lied an. Ja, das ist voll der Abfuck. Das ist so, du hast gerade so, kriegst gerade einen Ständer, aber ist sofort wieder weg. Weil auf einmal irgendwas, weiß was ich, irgendein traumatisches Erlebnis gerade durch deinen Kopf gezogen ist. Ist der jetzt tot oder kommt jetzt noch irgendwas ganz Mieses? Ah, nee. Ist tot. Ein Wisdom, wollt ihr mich eigentlich flicken, Junge? Wieso haben wir das nochmal gemacht? Keine Ahnung, du hast gesagt, ey, lass mal reingehen. Ich was? Hab aber einen Ink also, bekommen. Echt? Ja, immerhin. Oh, ha, ich hab den richtigen Server erwischt. Jo, moin! Bist du im Woodland-Eck? Nein! Willst du ganz viele Eier? Nehmen würde ich's, wenn du so loswerden willst. Ach ja, ich habe wieder diesen Connection Lost. Yeah, lost. Also ich bin lost, so wie... So ich stehe noch hier. Ah. Also ich nehme auch den Dex, wenn du ihn loswerden willst. Oder die E12 Armor. Oh mein Gott, mir fällt gerade noch was auf, was ich dich noch fragen muss. Mich? Du hast nicht genügend Space für alles, dafür hast du genügend. Ja, was willst du mich denn fragen? Ist das was, was man im Stream einfach so sagen kann? Ja, das kann man so im Stream okay, sagen. Okay, cool. Hast du mir gerade ein Woodland-Egg rüber getradet? Ich hatte mit Marius letztens eine echt seltsame Diskussion und die eigentlich betrifft die uns beide, weil wir haben beide lange Haare halt, ne? Okay. Aber kennst du das? Oder hast die Tränke getrunken? Weißt du bist halt, du bist zu Hause, gehst duschen und während du am Duschen bist... Nee, kenn ich nicht, kenn ich nicht. Oder was weiß ich, nach dem Kacken, ist scheißegal, ob du jetzt nach dem oder beim Duschen oder nach dem Kacken... Jedenfalls gehst du dir halt so durch die Kimme und ziehst dir einfach von dir selbst so ein meterlanges Haar aus dem Arsch. Kennst du das? Ich sag mal, ganz, ganz selten passiert sowas. Aber das Schlimmste, was mir mal passiert ist, ist, dass so ein Haar von mir in meiner Harnröhre irgendwie gelandet ist und das musste ich da rausziehen und das tat so weh, Junge. Boah! Das hatte ich bisher noch nicht. Aber das willst du auch nicht haben, ich schwör's dir. Also, hat man meinen Sack stranguliert. Das ist mir mal passiert. Ich habe ja jetzt schon immer wieder Paranoia, wenn ich mir jetzt durch die Arschritze mit Kackpappe gehe, ne? Mhm. Nach dem Scheiß. Man kennt's. Aber jetzt habe ich noch mehr Paranoia, wenn ich duschen gehe und mir die Nudel wasche und dass auf einmal ein Haar von mir in meinem Schwanz drin ist, weil ich habe ja ein höheres Risiko, denke ich mal. Ja, und, ja, das ist richtig. Ich habe unten. Oder? Ja, genau das. Ich trage unten keine Mütze mehr. Ich hab Glatze unten. Ich verstehe, was du meinst. Okay. Andere Menschen machen Mütze, Glatze. Ich mache halt nur Glatze. Ja, Glatze, also, Glatze, 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 Glatze. Ja, alles. Oh Mann, wieso bist du denn am Strand? Ja, ich habe einen Squirrel bekommen. Oh scheiße, ich habe zu viele Eier. Ich muss mal irgendwelche Pets in die Wildnis freilassen. Wieso? Woher? Habe ich gerade vom Boss bekommen. Ehrenmann, dass du mir die auch einfach gibst. Ich brauch die halt nicht. Oh, jetzt ist er auch noch eingebildet. Ich habe halt noch viel bessere Body Armors. Ich habe halt, so wenn du dir jetzt meine anguckst, so ich habe noch bessere als die eigentlich, aber ich will halt das Oryx-Set benutzen. Ja, no stress. No stress. Wo ist der Ritter? Ich bin so froh, wenn der Cockdown zu Ende ist. Der ist auf seinem Petyard unterwegs. Achso. Ich würde sagen, wir haben wieder eine stabile 23-Minuten-Folge, dann machen wir gleich nochmal ein neues Video. Also für YouTube.